Wow. Boah, pass auf. Also, haben Rapper Sex oder reden sie nur darüber? Dann guck mal, sei mal so, mach mal dieses, mach mal jenes. Woher soll ich das wissen? Ich hatte noch nie Sex mit einem Rapper. Wir sind der neue, fresh Style. Und jetzt guck dir mal diese ganze alte Furz-Szene an, so, die nichts geleistet hat. So, was hat mir der Martin denn hier geschrieben? Dass er mir überhaupt antwortet. Muss ich schon dankbar sein, wa? Fragen Gewitter oder wie? Quickfire. Quickfire-Fragen. Geil. Warte, pass auf. Martin, guck mal. Ich hab Haare, also hatte ich vorher auch, aber ich hatte zu viele. Ich hab's geschafft. Die Corona-Matte ist weg. Seiten auf null. Manche Menschen sagen mir, ich sehe wieder aus wie ein Mensch. Ist das nicht eine sehr gemeine Aussage? Ja. Herzlich willkommen zu Frag Falk, einer neuen Episode. Ich versuche wie immer eure Fragen zu beantworten. Ich habe wieder eine prominente Frage. Dieses Mal ist mir eine ganz besondere Ehre. Ich bin sehr, sehr stolz, weil das hat mir noch in meiner Interviewkarriere gefehlt. Ich habe Chuck D interviewen dürfen, denn ihr aktuelles Album When the Grid Goes Down ist genau jetzt an diesem Wochenende veröffentlicht worden und es ist wahrscheinlich mit eines der wichtigsten Alben ihrer Bandgeschichte, auch wenn nicht vielleicht sogar auch mit der Menschheitsgeschichte. Ja, ich glaube, man kann einfach diesen Superlativ mal benutzen. Und merkt ihr? Auch deshalb habe ich mir diese Kappe irgendwann mal gekauft. 10-mal. Also, ja, tatsächlich. Die Scheibe ist draußen. Und ihr solltet die dringend auschecken. Und Chuck D hat mir netterweise eine Frage hier für dieses Format gestellt. Das kommt am Ende der Folge. Und vorneweg, der gute Martin, ihr wisst, mein persönlicher Freund. Was wollte ich denn jetzt sagen? Er hat sich immer gewünscht, dass ich so ein Quickfire, sagt er immer dazu, ein Fragengewitter, was weiß ich. Also es gibt so Für- und Wiederfragen und ich muss ganz schnell antworten. Und ihr habt mir 31, ungefähr 31, um die 30 Stück habt ihr mir gestellt. Ich mache das jetzt mal hier, ich fange mal damit an. Ich muss mich immer entscheiden für oder. Deswegen sage ich jetzt auch nicht immer die Namen dazu, sondern einfach nur. Grime oder Trap? Das ist stimmungsabhängig. Im Augenblick würde ich eher zu Grime tendieren. Capital Bra oder Nimo? Tatsächlich auch stimmungsabhängig. Im Augenblick bin ich eher auf dem Capital Bra-Film. Entweder B.I.G. oder Pac wird nicht erschossen. Alter. Wow. Wow. Boah, pass auf. Also, ich bin eigentlich eher so Biggie-Fraktion. Ich glaube, wir bräuchten aber eher, wenn, wahrscheinlich einen Pac. Obwohl das, was er auch so teilweise durchgezogen hat, also jetzt neben dem Politischen, weil für viele ist er ja eher so der Thug-mäßige Rapper, weißt du? Also die Thug-Seite finde ich schwierig, ja. Aber die politische Aktivisten-Seite, also ich halte diese Alben hier nicht umsonst hoch. Das hat schon einen tieferen Sinn auch. Das war immer sehr wichtig und da gefühlt war er immer eher aktivistischer unterwegs als jetzt ein Biggie. Ich glaube, im Augenblick würde ich eher Pack. Oh, schwierig. ASD oder AfD? Also, sorry, aber das erklärt sich von selber. My Beautiful Dark Twisted Fantasy oder 808s and Heartbreaks? My Beautiful Dark Twisted. Joint oder Bier? Im Augenblick eher Bier. Real und arm oder Fake und reich? Immer real und arm. Also, weil Fake kann nicht, funktioniert nicht. Ich bin ein beschissener Lügner. Vinyl oder Tape? Ich glaube, das sieht man. Feinkostparanoia oder SDF. Liebe geht nach München, aber das Herz ist schon immer SDF. Scopeman ist einfach einer der krassesten Rapper of all times und natürlich auch Fast Forward und Tuareg auch. Also von daher SDF. SP12 oder MPC 2000. Ich war immer SP, ich war immer ein SP-Mann. Rapschau oder Tagesschau? Je nach Stimmungslage. Jetzt in dieser Sekunde tatsächlich eher Rapschau.
Waving the Guns oder Nazi-Rap, ja, also ist ja wohl klar, Waving the Guns natürlich. Schallplatte oder Spotify? Wahrheit oder Pflicht? Wahrheit. Also, finde ich einen interessanten Aspekt, weil wenn man kein Problem hat, die Wahrheit zu sagen, dann braucht man sich nicht in diese ekelhafte Pflicht zu begeben. Ja? Deswegen eigentlich immer Wahrheit. Pizza, Burger oder Pasta? Also, die Pizza-Burger, die ich bisher in meinem Leben essen durfte, waren so ekelhaft, dass definitiv Pasta. Biggie oder Tupac, ja, das ist aber anders gemeint. Und da es anders gemeint ist, würde ich an dieser Stelle Biggie sagen. East oder West Coast? Ich war immer ein East Coast-Dude, aber ich habe auch Liebe für die Westküste. 7-Inch oder 12-Inch? Also auch das siehst du hier weitestgehend. Ich hab zwei oder drei von solchen Kästen hier und es ist ja auch alles okay und so, aber ich bin mehr so der 12-Inch-Dude. Das ist, ich weiß auch nicht. Ich habe trotzdem Liebe für 7-Inch, aber. Haben Rapper Sex oder reden sie nur darüber? Also ganz ehrlich, ich weiß das nicht. Weiß ich nicht. Woher soll ich das wissen? Ich hatte noch nie Sex mit einem Rapper. Gespaltene Zunge oder Augenbrauenpiercing? Boah. Ja, dann lieber eher Augenbrauenpiercing. Snagger oder Pillard? Snagger, muss ich glaube ich sagen. Snagger. Hat mich letztens Nico korrigiert. Ja, ich erinnere mich sehr gerne an den Ernie und Bert-Vorwurf. Ich glaube, Savasch war das. Und tatsächlich ist es so, ich bin mehr so der Ernie-Dude. Und Ernie ist für mich eher Pillard. Also deswegen Pillard. Onbeat oder Offbeat-Battle? Ich stehe tatsächlich mehr auf Offbeat-Battles, weil Onbeat habe ich genug guten Rap, da brauche ich nicht irgendwie. MC Hammer oder Vanilla Ice? Ich glaube Hammer Time. Cynic oder Mighty? Ganz klar Mighty. Falk Schacht oder Falk MC? Falk MC. Grüße gehen raus. Albumproduktion komplett alleine durchziehen oder Lastenverteilung? Kommt immer ein bisschen auf den Typ an. Ich bin mehr so Teamplayer und habe auch gelernt, dass man nicht alles alleine machen muss. Hol dir fähige Leute, die in den Bereichen noch fähiger sind, in denen du nicht ganz so perfekt bist und lass sie ihren Job machen. Deswegen würde ich im Augenblick eher für Lastenverteilung tendieren. Rap aus Frankfurt oder Berlin, aktuell steht dahinter. Boah, ganz schwer. Ich muss kurz nachdenken, wer ist das denn so? Also ich glaube, dass ich mehrheitlich Berliner Rap höre, wenn ich es vergleichen müsste. Tee oder Kaffee? Ich bin seit 3-4 Jahren Kaffee-Dude. Ich empfehle French Press. Besser geht's nicht für mich. Nehmen oder geben? Ich bin eigentlich immer eher der Geber-Typ und dadurch bekomme ich so viel zurück, also im Sinne von das, ja, jemanden happy machen, das macht mich happy. Deshalb nur nehmen macht mich nicht, das langweilt mich. Berg Money Gang oder Swag Mob? War die Berg Money Gang, ist die nicht aus dem Swag Mob entstanden? Also, ja, ich glaube, ich würde eher zum Swag Mob tendieren, weil dann einfach die Berg Money Gang inkludiert ist. So, jetzt, das war das Fragengewitter. Ich hoffe, du bist happy, Martin. Ich hoffe, das hat dir was gebracht. Kommen wir zur ersten offiziellen Frage. Hi Falk, was hältst du von Producer Tags? Peinlich oder notwendig? Grüße aus Duisburg, Marco. Grüße. Ich sag mal so, die haben ja einen tieferen Sinn. Also das machen Producer ja nicht umsonst, nämlich weil sie sonst untergehen. Also auf YouTube siehst du ja auch, dass jetzt immer in Klammern hintersteht seit ein paar Jahren, wer die Beats gemacht hat und so, weil das gerne immer hinten runtergefallen ist so. Und wie willst du dir sozusagen eigenes Image aufbauen, wenn du immer irgendwie versteckt hinten gar nicht sichtbar wirst?
Und dementsprechend finde ich Producer Tags sinnvoll. Ist natürlich irgendwie annoying, wenn du jetzt 20 Tracks hintereinander hörst und jedes Mal am Anfang ist dieser Producer Tag. Aber insgesamt finde ich es sinnvoll und nicht, es ist notwendig, nicht peinlich. Francesco Graffi fragt, gibt es Momente in deinem Leben, in denen du dein Hip-Hop-Sein vor anderen Menschen versteckst oder kann man es überhaupt verstecken? Peace. Ganz ehrlich, warum sollte ich? Also das ist das vorhin, was ich meinte mit bei Wahrheit oder Pflicht. Die Pflicht wäre ja sowas, dass du durch dein Leben gehst und so Aufgaben zu erfüllen hast, damit du deine Miete zahlen kannst und alles. Und dafür muss man dann vielleicht, wenn man diesen Pflichtweg geht, muss man die Wahrheit manchmal vielleicht verstecken. Du musst einen Anzug tragen oder keine Ahnung, du musst nett sein, was man auch im Hip-Hop sein kann. Aber für mich war immer so, das ist mein Leben, ich bin das. Und wer damit nicht klarkommt, der kann ja gehen. Also ich zwinge ja niemanden, mit mir rumzuhängen. Von daher, nein, also niemals würde ich das verstecken. Al-Oha nennt sich so und fängt an mit Aloha, Falk. Torch genießt einen Legendenstatus im Deutschrap, obwohl er nur ein einziges Album rausgebracht hat. Meiner Meinung nach auch nur ein mittelmäßiges. Kannst du mal erklären, wie er diesen Status erreicht hat? Musikalischer Output ist es ja wohl kaum. Ist es Advanced Chemistry? Hau rein. Die Frage wird mir in letzter Zeit relativ oft gestellt und ich kann das auch ein bisschen nachvollziehen, weil wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, heute 16 wäre oder so und immer von Torch hier und da mal was hören würde und die Leute würden, ja, dieses Mystische war auch, was er so gerne mitschwingt, in diesem Legendenstatus. Und dann gucke ich nach, was hat er so gemacht? Und dann finde ich, ein Album kann ich mir schon vorstellen, dass das schwierig nachzuvollziehen ist. Aber die Rolle rührt für mich ganz eindeutig daher, dass es ist eine sehr kleine Szene gewesen. Also wir reden über ein paar tausend Menschen, die seit den 80ern und in den 90ern im Grunde die Grundlagen für diese Kultur gelegt haben in Deutschland. Das ist natürlich dann immer weiter gewachsen, aber die ersten 5 Jahre hatte Torch doch schon mal sehr starken Einfluss über Advanced Chemistry. Sie haben sehr vielen Schwarzen und People of Color eine Art Vorbild gegeben und auch ein Selbstbewusstsein, das eben sehr wichtig war. Ein notwendiges politisches Fundament auch, also eine Sinnhaftigkeit. Was machen wir da eigentlich? Und sie haben sich auch zum Beispiel der Streit mit den Fantastischen Vier, den es dann so ab 92, 93 gab, da wurde ja immer auch davon gesprochen, okay, das ist Sellout so, ihr verkauft die Hip-Hop-Kultur aus. Und das ist im Grunde schon inhaltlich fast dasselbe, wenn nicht sogar tatsächlich dasselbe wie das, was wir heute als kulturelle Aneignung bezeichnen. Das war eben eine sehr wichtige Rolle und sehr wichtige Position. Und als er dann solo gegangen ist, ich glaube sogar genau heute vor 20 Jahren, ist das Soloalbum von Torch Blauer Samt veröffentlicht worden. Und auch hier ist es so, dass er eben als derjenige, der für viele sehr, sehr prägend war, dann dieses Album hingelegt hat. Und viele dieser Leute sind auch wiederum prägend für andere gewesen. Was ich damit sagen will, ist, dass der Einfluss von Torch eben ein sehr spürbarer ist über Menschen, die er beeinflusst hat. Das hat ihn irgendwann immer mehr in diese Rolle gerückt, plus dass er hat ja nie gesagt, ich bin das nicht. Also wenn er immer weiter verkürzt als Vater des Deutschraps dargestellt wurde oder als absoluter King, dann hat er ja nie gesagt, das bin ich nicht, sondern er hat geschwiegen und zwar über all die Jahre. Und dadurch hat sich sehr stark seine Rolle manifestiert, plus wenn dann Agro Berlin reinkommt und so weiter und die wollen sagen, wir sind der neue fresh Style und jetzt guck dir mal diese ganze alte Furz-Szene an, so, die nichts geleistet hat, dann willst du das ja nicht, so wie ich jetzt, in 5 Sätzen in deinen Rap packen, sondern du willst eine Punchline bringen. Also sagst du, Torch ist wack, so ganz simplifiziert, ja. Dann ist für die zu dem Zeitpunkt allen klar gewesen, was dieser Rapper sagen wollte. Er will sich distanzieren und sagen, ich bin besser als die Alten. Und dadurch, durch diese ewige, immer wiederholende Erwähnung und dass er immer wieder ausgepackt wurde, dadurch, dass sich Leute von ihm sozusagen distanzieren wollten. Also Flair macht ein Album wie Fremd im eigenen Land und so weiter. Dadurch wird seine Rolle immer größer, weil dadurch, dass du ihn disst, machst du ihn bedeutend. Du machst also eigentlich das Gegenteil von dem, was du theoretisch erreichen willst.
Und das ist der Grund, warum das so gewachsen ist und immer größer wurde. Es hat schon Anteile mit der Realität zu tun, die passiert ist, aber es wird halt immer weiter verkürzt und dadurch wächst es einfach unglaublich. Josh Ronin 47 fragt, wie bewertest du die Aussage, Assad, Savage, Sido, Sammy und Bushido sind Pioniere von Deutschrap? Welchen Stellenwert haben die einzelnen Künstler deiner Meinung nach? Also dazu muss man vielleicht mal sagen, was sind eigentlich Pioniere? Ich habe mir das mal kurz rausgesucht. Unter einem Pionier versteht man einen Wegbereiter und einen Vorkämpfer. Und zum Beispiel im Bereich der Forschung versteht man Menschen darunter, die auf einem bestimmten Gebiet eine Vorreiterrolle eingenommen haben oder etwas Bahnbrechendes geleistet und damit weitere wissenschaftliche Arbeiten und Erkenntnisse ermöglicht hat, also den Weg bereitet hat. Deswegen, das ist auch diese militärische Definition, die Pioniere sind ja die, die irgendwie diese Panzerbrücken über den Fluss rüber und so, die kommen theoretisch als erstes und bauen die Plattform, auf der dann der Rest rüberlaufen kann. Dementsprechend ist es theoretisch sowieso immer einer der Ersten, also immer der Erste, der es gemacht hat. Und dazu muss man auch verstehen, dass es auch immer Leute gibt, die theoretisch so wie in einer Kette etwas übernehmen und dann etwas Neues hinzufügen. Dem theoretisch gesehen ist auf gewisse Art und Weise sind sehr, sehr viele Leute Pioniere. Und jetzt im Speziellen Assad, Savage, Sido, Sammy und Bushido, ja, auch sie sind Pioniere, ohne Frage, weil man muss sich vorstellen, dass in den 90er Jahren, das ist tatsächlich auch wie ein Forschungslabor, weil man sich diese Sprache, die Reimschemata, wie baut man überhaupt Beats, wie mische ich das ab und so. Man muss sich ja vorstellen, dass man in einem Rockland groß geworden ist. Das heißt, ich war in der Lage, wenn ich Beats gemacht habe, dann konnte ich einen Rocker fragen, aber der wusste ja nicht, wie man das abmischt. Der weiß, wie man Gitarren und Stimme mittig mischt, aber ich brauchte ja Bass. Apropos an den Kollegen, das Bass-Special, ich muss es immer noch weiterschieben, das wird sich bestimmt zu einem Running Gag entwickeln. Also die Bassfrage, aber sie wird noch kommen. Ich will nur darauf hinaus, dass die alles neu erfinden mussten. Und vor diesen Pionieren gab es aber auch schon andere Pioniere. Also das darf man auch nicht vergessen. Torch hatten wir eben schon mit Advanced Chemistry. Für mich auch zum Beispiel Root Poets, komplette Blitzmob-Truppe, LSD, CUS, Exponential Enjoyment, No Remorse, Al Raccoon, Moses Pelham, MC René, Main Concept, Root Poets. Aber auch Fanta 4, N-Factor, Krombacher MC, Phase 5, State of Departments, weil wir Menschen neigen dazu, immer nur das Positive zu sehen. Also zu sagen, okay, Chuck D ist mein Idol und deswegen werde ich politischen Rap machen, der von ihm inspiriert ist, ist auch okay. Aber wir vergessen natürlich gerne, dass die, die wir eigentlich nicht so cool finden, dass die ja auch einen Einfluss auf uns haben. Indem wir nämlich gucken und sagen, so will ich auf gar keinen Fall sein. Und dementsprechend sind für mich Rapper, die nicht so hohen Respekt innerhalb der Hip-Hop-Szene genießen, trotz allem Einflussfaktoren, über die man sprechen kann. Pioniere, auch das. Pioniere der Wackness. Da muss ich nochmal in Ruhe drüber nachdenken. Aber ja, also sie sind Pioniere. Man kann mal konkret sagen, Assad ist jemand, der einfach wirklich zum Beispiel alles gemacht hat. Sein erstes Album war ja auch so, sein erstes Soloalbum, da hatte er den Anspruch, auch wirklich alles alleine zu machen. Die Beats, die Raps, die Scratches und das war alles sein Ein-Mann-Armee-Anspruch, den er dadurch gezogen hat. Savage zum Beispiel ist jemand, der angefangen hat, Rap rauer, kaputter, auch sexistischer in den Lyrics zu machen und hat damit schon mal das Feld bereitet, die Tür geöffnet, durch die dann später Agro-Berlin durch ist. Sido ist zum Beispiel jemand, der als erstes den sehr harten Rap so in die Charts bringen konnte und so eine Mystik über diese Maske und so weiter entfalten konnte. Da ist er zum Beispiel für mich einer der Pioniere, der das dann aber gleichzeitig in den Pop-Sektor bringt. Sammy ist jemand, der ganz krass die deutsche Sprache für Rap nochmal weiter gepusht und entwickelt hat. Also Lines wie, ich laufe in meinem Viertel rum mit meinem mobilen Telefon, ist einfach so Killer-Shit und natürlich in dem Hamburger Slang. Bushido ist jemand, der natürlich Gangster-Rap nochmal auf ein kommerzielles Level gebracht hat, wie keiner vor ihm. Also das ist das, was ich meine mit Schritt für Schritt.
Die meisten großen Namen im Rap, über die wir reden, sind am Ende des Tages auch immer Pioniere, weil sie es immer ein Stück weitergebracht haben. Danke, Hundi. Hundi schüttelt sich und weiß Bescheid. So, Lutz Blub, Flair der deutsche Kanye, Fragezeichen. Wie meinst du das? Also musikalisch oder einfach im Gebaren, ja, im öffentlichen Auftreten? Also finde ich insgesamt schwer vergleichbar. Ich kann mir schon vorstellen, was du damit andeutest. Ich glaube, dass du es eher auf das öffentliche Verhalten beziehst. Ich will es mal so sagen, Kanye West, ich weiß, es ist für viele skurril zuzuschauen, was er so macht und so, aber man muss bei ihm tatsächlich immer mit einrechnen, dass es einen sehr hohen Anteil von einer Krankheit mit sich bringt. Ja? Also er ist ja bipolar und auch diagnostiziert, auch wenn er das nicht wahrhaben will. Er hat es ja abgelehnt, aber er ist bipolar diagnostiziert. Flair ist nicht krank. Also zumindest weiß ich nichts davon, dass er krank ist. Da ist nie etwas verlautbart worden so. Und von daher im öffentlichen Auftreten. Also Kanye, ich übertreibe jetzt mal, Kanye kann nicht anders. Und Flair, das ist ja gewollt, das ist ja mit Absicht. Also von daher ist das auch schon wieder schwer vergleichbar. Und deswegen weiß ich nicht, ob man da wirklich jetzt sagen kann, ja, schwierig. Ist Flair der deutsche Kanye? Nein. Ist Kanye der deutsche Flair, amerikanische Flair? Nein. Also irgendwie lustig die Frage, ja, verstehe ich, aber wenn man mal ernsthaft drüber nachdenkt, nein. So, wir sind jetzt wieder am Ende angekommen. Es gibt jetzt wieder die prominente Frage der Woche. Dieses Mal ist es wie angekündigt Chuck D. Ist mir wirklich eine sehr, sehr große Ehre gewesen, ihn interviewen zu dürfen. Und ich habe am Ende des Interviews, habe ich ihm sozusagen vorher folgende Frage gestellt. So my last question is, what question about hip-hop culture do you have that is still unsolved for you? Yes, that I can't answer? Or that, yeah, that you still have, right. A question. How come women in hip-hop aren't 50% of hip-hop? Okay, great. Ja, also, er hat mich gefragt, warum es immer noch so ist, dass die Verteilung von Mann und Frau im Hip-Hop nicht 50-50 ist. Und ich sag mal so, das ist ein sehr altes Thema. Ich bin übrigens sehr froh, dass er mir die Frage gestellt hat, weil ich die tatsächlich irgendwie ansatzweise beantworten kann, weil ich mich mit dem Thema wirklich auch schon sehr lange auseinandersetze, weil ich tatsächlich schon im Grunde 1995 auch Artikel mit darüber geschrieben habe oder das Phänomen da auch für mich das erste Mal in Artikel gefasst habe. Ja, so alt bin ich schon. Und über die letzten Jahre habe ich auch auf dem Reeperbahn-Festival und so habe ich auch immer wieder Gesprächsrunden organisiert, wo es genau um dieses Thema ging, um überhaupt erstmal herauszufinden, was ist eigentlich die Grundlage dafür. Und ich sag mal so, es war gerne zwiegespalten, weil die Frauen, die im Rap irgendwie die über die Jahre sichtbar waren, die hatten häufig eine andere Meinung zu diesem Thema als die Frauen, die kritisiert haben, was hier in der Hip-Hop-Szene los ist. Am Ende des Tages ist es eine Kollegin von mir, Mona Lina, die von Flair mal, also sie hatte einen Konflikt mit Flair, wo die Frage war, genau dieselbe Frage, und Flair gesagt hat, ja, das liegt daran, dass Frauen nicht gut irgendwie über Sex rappen können. So. Deswegen wäre das nicht so. Und aus dieser kleinen Diskussion zwischen ihr und Flair ist ein Projekt entstanden, weil sie sich gedacht hat, also sorry, aber das ist ja auch alles Quatsch. Ich zeige jetzt einfach mal, wie viele rappende Frauen es überhaupt gibt. Weil das Hauptproblem ist eben am Ende des Tages immer eine Sichtbarkeit. Also wird etwas wahrgenommen. Und sie hat einen Blog gegründet, 365 Female MCs. Das heißt, für jeden Tag des Jahres hatte sie sich vorgenommen, in ihrem Blog eine rappende Frau vorzustellen, die Bio zu schreiben und so weiter und so fort. Das hat sie ein Jahr lang gemacht und das ist ein sehr großes und sehr nice Projekt geworden. Und parallel hat man ja auch gesehen, dass durch Acts wie Sixten und einige andere eben das Thema immer weiter gepusht wurde. Und im Augenblick habe ich das Gefühl, dass es an allen Ecken und Enden rappende Frauen auftauchen und die sind auch gut. Also es ist wirklich sehr spannend, ob nun Antifuchs oder Bad Moms J oder so. Es gibt da sehr spannende neue Rapperinnen am Start.
Und jetzt konkret die Frage, woran liegt das? Und das hat damit zu tun, was für ein Umfeld, was für eine Atmosphäre geschaffen wird. Also das ist meine persönliche Interpretation, das kann jeder anders sehen. Ich halte sie aber für sehr logisch. Und wenn man mal drüber nachdenkt, und das ist deshalb für mich die eine der Antworten dafür, warum das immer problematisch war. Ich will es mal platt sagen. Hip-Hop war ganz viele Jahre lang eine Würstchenparty. Und es war eine Würstchenparty von Männern aus unterdrückten Umfeldern, die natürlich überkompensiert haben, dass sie unterdrückt sind. Das heißt, sie haben sich immer sehr gerne sehr stark dargestellt, Alpha-Männchen. Und in dieser Atmosphäre werden natürlich auch sehr viele Sachen gesagt. Ihr wisst das selber, wenn man mit Typen die ganze Zeit rumhängt, spricht man anders, als wenn eine, zwei oder drei Frauen dabei sind, weil man sich, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr zusammenreißt oder weil man sensibler darauf reagiert. Das heißt, wenn also diese ganzen Typen im Umfeld nur sich gegenseitig haben als Verstärkung, als Bestätigung, dann entsteht eine Atmosphäre, in der Frauen vielleicht so etwas weniger Lust haben aufzutreten. Und wenn, müssten sie ähnlich kaputt, das sage ich jetzt mit vollem Absicht, ähnlich kaputt agieren, um da irgendwie bestehen zu können. Das heißt, die Lust da mitzumachen und der Bock ist schon mal schwieriger, und wenn du dann eben da nicht genau reinpasst, also du eben nicht dieses Spiel so mitspielen magst, du also keinen Bock hast, so eine hundertprozentige Alpha-Frau sein zu müssen, dann gehst du da nicht hin. Also das ist, glaube ich, schon mal so eine Sache, so mengentechnisch einfach ist das logisch, dass es dann nicht passiert. Und das andere sind dann tatsächlich systemische Umstände, nämlich werden Frauen gepusht, werden ihnen Spielflächen zur Verfügung gestellt? Gibt es Managements, Labels, Veranstalter, Festivals, die diesen Frauen einen Spielraum geben, zu zeigen, was sie können? Weil ich kenne auch die Kritik der Männer dazu, die sagen, ja, es geht im Rap doch immer nur um Skills, ausschließlich. Und wenn die keine Skills haben, und das ist aber das Erste, was ich meine, wenn man es ihnen schon schwierig macht, diese Skills zeigen zu können, weil die vielleicht einfach keinen Bock haben, die ganze Zeit zu sagen, ja, ich stehe meine Frau, bla bla bla, weißt du? Dann sind die ja gar nicht da, um dann überhaupt üben zu können, die Skills zu haben und besser zu werden und so weiter und so fort. Das ist halt so ein Rattenschwanz, der das alles mit sich bringt. Und warum ist das jetzt offener? Warum passiert das jetzt? Also erstens habe ich den Eindruck, dass diese kleinen Spielflächen, die es früher gab, also weil Deutschrap ja im Jugendzentrum auch mit aufgewachsen ist, das ist aber schon lange aus dem Jugendzentrum raus. Das heißt, jetzt gibt es Spielflächen, in denen Frauen sich freier entfalten können, ohne Probleme, ohne sozusagen dauernd diese fünf Typen zu haben, die da hinten stehen und eine Beatbox machen und dir sagen, guck mal, sei mal so, mach mal dieses, mach mal jenes. Das heißt, es ist freier, man kann sich entspannter entfalten und dann kommt man auch vorwärts und dann kann man auch was bewegen. Und wenn man dann überhaupt auch noch die Unterstützung im System hat, dass also man vielleicht tatsächlich einen Deal bekommt und so weiter und so fort, dass das dann befördert, dass es vom Niveau her sich anfängt anzugleichen. Jetzt zur Frage von Jack D., warum noch nicht 50-50? Ich sag mal so, gesamtgesellschaftlich ist es ja auch immer noch nicht erreicht. Die Gleichberechtigung der Frau, und ich spreche jetzt von den gleichen Rechten, auch das wird ja gerne mal falsch interpretiert, die gleichen Rechte haben Frauen meiner Meinung nach am Ende des Tages immer noch nicht. Ich weiß, dass mir jetzt hier viele Männer zugucken und schon die ganze Zeit wahrscheinlich hier so ja, und dann denken, aber bitte denkt mal nur an eure Mütter, weil mehrheitlich ist Hip-Hop auch die Musik von Kindern, von Single-Müttern. Und in Deutschland ist es so gebaut, dass eine Frau, wenn sie eine Single-Mutter ist, dass es fast schon garantiert ist, dass sie in die Grundsicherung läuft. Das heißt, das System hat nicht nur euch als Männer benachteiligt, sondern es hat eigentlich schon eure Mütter benachteiligt und darüber euch, über eure Mütter. Ihr hängt also eigentlich mit diesen Frauen zusammen. Und eine Gleichberechtigung kann nur sinnvoll sein, wenn man auch für die eigene Mutter als Schlüsselkind, ja, wenn man für die kämpft, damit ihr eine vernünftige Rente bekommt und so weiter und so fort. Das heißt, Gleichberechtigung, der Kampf für Gleichberechtigung und zu verstehen, dass das wichtig ist, ist gleichbedeutend mit der Solidarität zu eurer eigenen Mutter. Ich hoffe, dass das irgendwie angekommen ist. Wer es nicht versteht, wird mir eh wahrscheinlich auf WhatsApp schreiben, aber macht nichts. Ich rede gerne mit euch darüber. Und wenn ihr Fragen habt, ja,
Abonniert uns erstmal hier. Hier unten könnt ihr uns abonnieren. Der Martin wird euch das einblenden. Und wenn ihr Fragen habt, hier oben im Community-Tab, da könnt ihr mir Fragen stellen. Es funktioniert folgendermaßen. Ihr geht auf den Backspin-Kanal, scrollt nach rechts. Ja, das ist der Playlist-Video. Und dann kommt der Community. Da scrollt ihr ein bisschen runter, bis ihr meine Fresse seht. Und da könnt ihr neue Fragen eintragen. Ich sammle die alle. Und das Space-Spezial kommt auch noch irgendwann. Ich mache das noch zu einem Running-Gag. Genau. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei Frag Falk. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao. Backspin.